Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Video, liebe Leute. So, ich will mal kurz so zwei, drei Dinge ansprechen. Deswegen mache ich das Video nicht allzu lange. Das wird vielleicht unter 3 Minuten kommen. Und zwar Punkt 1 ist, dass Rainbow Six Siege alle 2 Tage kommen wird. Also im 2-Tages-Rhythmus und zwar um 20 Uhr. Vorher geht es definitiv nicht, weil ich jetzt in den kommenden Wochen jede Menge zu tun habe. Deswegen wirklich nur alle 2 Tage und ich schaff's nicht wirklich jeden Tag Rainbow Six Siege aufzunehmen. Ich hoffe nicht, dass ich dann irgendwann Rainbow Six Siege mal ausfallen lassen muss, aber es kann passieren, weil ich habe wirklich jetzt so viel. Kommende Woche wird schon extrem. Mit Uncharted The Lost Legacy, was bei mir morgen eintreffen sollte und ich dann vielleicht auch schon morgen spielen kann und das dann passend am Mittwoch veröffentlichen kann. Und dann kommt ja noch kommende Woche die Beta zu COD. World War II, freue ich mich extremst drauf. Werdet ihr auch natürlich sehen, wird auch ausgiebig gezockt. Und dann kommt ja noch, dann kommt ja schon Destiny 2 und so weiter und so fort. Also die nächsten Wochen werden schon ein bisschen extrem. Deswegen kommt Rainbow Six Siege nur alle 2 Tage. Sprich, heute kommt es also nicht, dann kommt es also erst morgen wieder. Und dann am Mittwoch, Freitag und so weiter und so fort. Das nächste Ding, was ich ansprechen will, ist, dass heute jede Menge Trailer noch kommen sollten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich sag erstmal sollten. Das hat einfach erstmal den Grunde, es hat einfach mal aus dem Grund, weil heute die PK von Microsoft auf der Gamescom stattfindet. Und zwar um 21 Uhr ist die PK, man kann sich die angucken über Facebook, Twitch und YouTube. Und ich bin mal gespannt, was auf dieser PK so passiert und was alles angekündigt werden muss, weil es muss was passieren. Weil ich habe immer noch keinen Grund, mir eine Xbox One X zu holen. Ich weiß auch nicht genau, was der Grund jetzt sein soll. Ja, bessere Grafik schon, aber das Problem ist, was ich sehe, dass Hardware über Software verkauft wird und die Software ist mittlerweile, ist aktuell nicht gut bei Microsoft. Man hat sehr, sehr viele Indie-Titel. Ja, das hat man. Aber das Problem ist, man hat kaum irgendwelche interessanten Exclusives. Forza Motorsport 7 kommt schon am 29. November. Die Konsole kommt am 4. Die Konsole kommt am 7. November. Ich glaube, so rum. Sprich, dafür fällt die Xbox One X schon weg und ich weiß sonst nicht, was noch passiert. Ja, du hast 300 Spiele, die zum Start hin dann eine verbesserte Grafik haben. Aber verbesserte Grafik hilft mir auch nicht unbedingt weiter, wenn die Software nicht gut genug ist, in meinen Augen aktuell zumindest. Also leistungsstark mag sie sein, aber der Rest passt noch nicht. Aber vielleicht überrascht uns Microsoft auf der PK, ich habe keine Ahnung. Ein Fazit dazu werde ich jetzt von mir morgen geben. Ich schätze mal so gegen 16 Uhr, 18 Uhr wird es ein Fazit zur PK von Microsoft geben. Sonst werde ich dazu jede Menge twittern über und auch über die anderen Social Media so ein bisschen schon mal Input verbreiten zu dieser PK. Phil Spencer hat ja gesagt, sie werden irgendwas tun, was sie schon lange nicht mehr getan haben. Und ich bin echt gespannt, was da wirklich kommt, weil ich habe immer noch keinen Grund, wirklich 500 Euro für eine Konsole auf den Tisch zu legen, die mir im Prinzip bis jetzt wenig bis gar nichts bringt. Aber man wird sehen, was passiert. Um 21 Uhr ist es soweit. Dann wird man sehen, was kommt. So, liebe Leute, das soll es jetzt auch gewesen sein von meiner Stelle aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Beziehungsweise zu hören. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.